Silber, Jonessa. Daily, daily, Jonessa. Yo, was geht ab? Das ist der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, um einen Vlog zu beginnen, weil es ist Sonntag, das ist mein einzig halbwegs freier Tag, sagte sie, und es ist, ich sehe die Uhrzeit nicht. 12.30 Uhr und ich bin die ganze Zeit nur irgendwie am Handy und am Sachen klären und am Telefonieren und am Machen. Ja, und eigentlich auch der Tag, wo ich wirklich nichts mit YouTube und so einem Zeug zu tun haben will. Nun, ich habe gerade einen Kommentar gelesen auf YouTube unter meinem neuesten Video, der mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat und habe das auch gerade auf Instagram geteilt mit ein paar Gedanken von mir. Und das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ihr in dem Vlog seht das nicht. Deswegen werde ich das einmal kurz einblenden, damit ihr wisst, worum es geht. Ich hoffe, ihr habt das gelesen, weil ich möchte nicht alles nochmal ausführlich erzählen. Aber irgendwie hatte ich jetzt gerade das Bedürfnis, weil eigentlich ist, wenn ich sonntags irgendwie so eine Idee habe oder so bezüglich YouTube oder Content oder irgendwas, dann sage ich, ja, das mache ich halt morgen, weil Sonntag, ich brauche diesen einen Tag für mich. Aber jetzt wollte ich gerade nicht warten. Und jetzt habe ich mir einfach die Vlogging-Cam geschnappt. Ich bin im Schlafanzug, ich sehe furchtbar aus. Ich habe auch gerade schon die ganze Zeit geheult. Also es ist jetzt, wie es ist. Das ist jetzt einfach real. Und ich hoffe einfach, dass nichts Negatives irgendwie kommt. Also konstruktiv bitte gerne, aber nicht so negative Sachen, weil ich glaube, das halte ich gerade nicht durch. Nun, es ist, wie es ist. Es ist Sonntag. Ich bin hier zu Hause und habe gerade mich die ganze Zeit mit dieser Thematik befasst. Und habe ja schon in meinem letzten Vlog, den ich vor ein paar Tagen erst zu Ende gefilmt habe, gesagt, dass ich wirklich Bock habe auf Vloggen. Und ja, um euch vielleicht einfach mal so ein bisschen abzuholen. Also ich werde jetzt nicht erzählen, was jetzt die ganzen Gründe sind, warum es mir so schlecht geht. Weil das hat einfach online nichts zu suchen und deswegen bekommt ihr das ja auch nicht mit, dass es mir so schlecht geht, weil ich das eben nicht kommuniziere. Aber auf dem Vlog-Kanal sind wir ja eigentlich immer schon so sehr close und so ein bisschen was möchte ich euch einfach sagen, damit ich euch so ein bisschen abholen kann und sagen kann, was einfach gerade Stand der Dinge ist. Also ich bin, glaube, aktuell... Jungs, hallo, können wir das vielleicht mal kurz unterbrechen? Super. Ich bin, glaube, aktuell mental so tief, wie es noch nie vorher war. Also es war schon seit vorletztem Jahr war es immer schon schwierig, aber es wird gefühlt immer schlechter. Nicht, weil es einfach mental generell schlechter ist, sondern weil immer mehr Scheiße passiert, die ich nicht ändern kann. Also so Sachen, die im Leben passieren, wo man sich so denkt, ach du Scheiße, wie viel Scheiße soll noch kommen? Aber auch nichts, wo man sagen kann, ey, ich packe das Problem jetzt an und löse das oder versuche das zu lösen oder versuche damit umgehen zu können. Keine Ahnung, weil das sind Sachen, die ich nicht ändern kann. Boah, und es ist so beschissen. Dazu kommt halt noch ADHS, Depression. Also es ist ganz traumhaft. Ja, es sind, also was ihr im letzten Vlog ja mitbekommen habt, ist halt die Thematik mit Craft. Das ist immer noch Fakt. Und natürlich macht einen das super fertig und nimmt einen super mit. Ja, und dann halt noch super viele andere Baustellen. Einfach so Jobs und Geld und ich bin ja irgendwo auch eine Teamleiterin. Also ich habe Menschen unter mir, die ich ausbilde und anleite und das ist auch nicht immer einfach und da hat man auch immer viel mit zu kämpfen. Mann, ich weiß nicht, wie es anderen geht. Ja, es sind halt einfach super, super viele Baustellen. Ich bin dann auch noch gerade in so einem Anwaltsthema drin und Steuern und das klingt alles so, als wäre es nichts, aber ich möchte das wirklich nicht ausführen. Aber es sind wirklich so riesen Baustellen, die gerade sind und so Ausmaße annehmen, wo man sich so denkt, ach du heilige Makrele. Ja, dann kommt gerade auch noch was bezüglich Lipödem auf mich zu. Jungs, Wilson, komm mal her, Schatzi. Lass den doch mal. Ich weiß nicht, was mit Wilson los ist, aber immer wenn ich hier sitze, ich streame hier, und wenn ich streame oder halt hier sitze und rede, er weiß ja nicht, dass ich jetzt streame oder nicht, dann geht er die ganze Zeit Graf auf die Nerven. Also wirklich, ich muss mir da echt mal was einfallen lassen, wie ich dich dann beschäftige. Und ich habe das gestern schon versucht im Stream,
mit so Schleckmatten und so, also einem Kong und so, dass er halt schlecken kann und beschäftigt ist und so, aber dann ist das 2 Minuten und das, statt dass er dann chillt, macht er dann die ganze Zeit weiter. Also ich weiß nicht. Was ist denn los, mein Schatz? Ja, hallo. Lass den Griff doch mal. Ja, der möchte doch nicht immer mit dir so Sachen machen. Ja, wir wissen alle, dass du einen kleinen, aua, Ohrenfetisch hast, Schatz. Weißt du? Ja. Lass das. Geh mal da, guck mal, da ist dein Kartoffel. Mach irgendwas, nur nicht mit Griff. Du hast so viele Optionen hier. Wir gehen auch gleich noch mal raus, okay? Gut. Na prima. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren, aber ich glaube, das ist generell alles jetzt super unstrukturiert und einfach nur meine Gedanken frei rausgeredet, weil das gerade das ist, was ich fühle. Ja, also auf jeden Fall steht auch bald was mit Lipödem an, was an sich positiv ist, aber natürlich dann auch wieder mit unfassbar viel Geld in Verbindung steht und Geld Riesenthema und geht wahrscheinlich allen von euch so. Mal mehr, mal weniger schlimm. Ja. Es ist zum Kotzen. Und ich versuche zu funktionieren. Ich versuche das Beste draus zu machen. Aber ich schaffe es nicht in jeder Situation oder in jedem Bereich meines Lebens oder meiner Jobs zu funktionieren. Und ich habe auch gerade mit einer Freundin drüber gesprochen, weil sie das halt auch gelesen hat oder ich ihr das gezeigt habe mit dem Kommentar. Und ich meinte, dass mir das halt richtig so ein Spiegel vorhält und mir zeigt, wie Schlimmes gerade ist. Und dann hat sie halt auch gesagt, dass bei mir das Gute ist, was aber auch gerade, was heißt schlecht ist? Schlecht ist es nicht, aber sie meint, ich bin halt einfach authentisch. Das heißt, ich kann nicht dieses, ich mache fröhlich meine Instagram-Stories und zeige, wie toll alles ist, Friede, Freude, Eierkuchen. Und man merkt nicht, wie schlecht es mir einfach geht. Also ich sitze jetzt nicht in meinen Insta-Stories und sage tagtäglich, wie schlecht es mir geht, aber anhand des Kommentars sieht man ja auch, dass die Leute, die mir wirklich folgen, merken, irgendwas stimmt da nicht und irgendwie ist der Content nicht so, wie er sonst ist. Also klar merkt man jetzt nicht, okay, die sitzt jetzt depressiv in der Ecke und sitzt den ganzen Tag nur in einem dunklen Zimmer und heult. Das sieht man natürlich nicht, das poste ich auch nicht. Aber man merkt schon, dass es halt nicht alles so ist, wie es sonst ist, weil ich halt einfach das nicht so spielen kann. So. Ich meine, klar, wenn ich jetzt YouTube-Videos drehe, wobei das spiele ich ja auch nicht, dann bin ich ja einfach in dem Moment in diesem YouTube-Video und denke mir so, geil, ich drehe das jetzt und das ist auch cool und dann klappt das ja auch. Aber ich kann halt nicht den ganzen Tag zum Beispiel für Instagram-Stories oder so irgendwas faken und so tun, als wäre halt alles super. Das kann ich halt nicht. Und ja, scheinbar merkt man das. Sorry dafür. Ich kann es nicht ändern. Also, ich kann das nicht schauspielern. Ja. Ich gebe mein Bestes. Immer und werde ich auch immer. Und ich hoffe einfach, dass es mit der Zeit besser wird, dass ich vielleicht einfach ein paar Baustellen mal legen, dass es mal besser wird in ein paar Bereichen. Und dass ich einfach, ich habe super viele Ideen, ich habe super viel Kreativität in mir, ich habe so super viel Bock, Dinge zu tun, aber ich kriege es nicht hin, weil mein Körper mich hindert. Oder teilweise auch die Zeit. Weil zum Beispiel unter der Woche bin ich die ganze Zeit irgendwie am Arbeiten und mache Sachen. Und wenn ich dann irgendwann Feierabend habe, dann setze ich mich halt hin und streame. Weil das ist das, wo ich wirklich. Das tut mir richtig, richtig gut. Und es ist, also ich liebe YouTube. Ich werde YouTube auch immer lieben, sonst hätte ich schon längst aufgehört. Ihr wisst das. Ich habe schon einige Videos dazu gedreht, wo ich gesagt habe, oh, ich weiß nicht, ob ich das nur machen kann, weil das ist nicht mehr so wie früher und man kriegt gar nicht mehr so Feedback. Und ich mache diese Videos und ich liebe diese Videos. Aber wenn man halt nicht wirklich was zurückbekommt, dann ist das so, ja, hat das jetzt überhaupt irgendwer gesehen? Kommt, also mögen die Leute das? Ist das cool? Das fehlt halt und dann weiß man nicht, soll ich das überhaupt weitermachen? So, das ist halt immer so schwierig.
Und Twitch zum Beispiel, ich habe das auch gerade gepostet, dass ich weiß, viele von euch sind nicht so die Twitch-Mäuse und ich fühle das, weil ich war es auch nie. Ich habe das immer mitbekommen, irgendwelche Leute schauen Twitch und gucken sich da so Let's Plays und so an. Und ich dachte mir, hä? Warum zum Henker sollte man das machen? Und irgendwann habe ich ja selber damit angefangen, habe aber auch nie andere Streams geschaut. Voll dumm, weil ich wusste gar nicht, was ich da mache und wie das alles funktioniert. Habe es trotzdem einfach gemacht. Und ich habe mich richtig verliebt. Also mittlerweile schaue ich auch ein bisschen Twitch. Ich konsumiere auch, aber hauptsächlich streame ich halt selbst. Und deswegen nochmal Appell an euch, wenn ihr denkt, ihr hasst Twitch und Twitch ist gar nichts für euch, kommt mal in den Stream rein, weil ich hatte jetzt wirklich so viele Leute, die mal in den Stream waren und meinen, sie wollten sich das jetzt einfach mal anschauen, obwohl die mit Twitch gar nichts anfangen können, die dann einfach mir geschrieben haben, dass das richtig cool ist, weil es ist wie, als wären wir so eine kleine Family, als wären wir Best Friends, wir chillen zusammen, wir quatschen, wir haben Spaß, wir lachen. Es ist ja auch nicht so, dass ich die ganze Zeit bei Twitch irgendwie irgendwelche Games zocke und man mir einfach so dabei zuguckt. Also klar zocke ich auch zwischendurch Games, aber wir machen super viel so miteinander. Es gibt auch einfach Streams, viele, wo ich einfach nur mit euch quatsche. Und das ist halt der Vorteil im Vergleich zu YouTube, dass wir den direkten Austausch haben. Wir können sprechen, wir können zum Beispiel auch auf dem Discord-Server, das mache ich auch häufig, miteinander telefonieren und quatschen einfach. Oder wir spielen irgendwelche lustigen Spiele zusammen als Community, also nicht ich, dass ihr mir zuschaut, sondern einfach gemeinsam. Und das ist halt richtig cool. Also guckt einfach mal rein. Guckt es euch einfach mal an. Ich sag's euch, weil ich selber nie eine Twitch-Maus war. Und jetzt bin ich eine. Und ich lieb's. Ja, und das ist dann halt, wenn ich jetzt echt den ganzen Tag irgendwie nur am Arbeiten bin, nonstop, und dann abends streame, wann soll ich irgendwas anderes machen? Also A, habe ich einfach keine Kapazitäten, mental, und B, oft halt wirklich auch einfach nicht die Zeit. Also selbst wenn ich mir jetzt denke, boah, ich könnte jetzt gerade mental irgendwas anderes machen, dann habe ich die Zeit nicht. Also es ist, egal wie man es dreht und wendet, ätzend. Und ein Teufelskreis. Aber Fakt ist, ich will. Also es ist nicht so, dass ich sage, boah, ich habe keinen Bock mehr auf Instagram und YouTube. Das definitiv nicht. Es ist wirklich das Mentale, das Psychische und auch viel das Zeitliche. Weil ich habe halt einfach, Thermomix ist mein Hauptjob. Punkt. Und Twitch nimmt super viel Zeit in Anspruch. YouTube auch trotzdem. Ich mache super viel für YouTube. Ich mache auch nebenher noch so ein paar... Griff, komm mal her, mein Schatz. Komm mal her. Alles ist gut. Ich mache auch nebenher noch so ein paar UGC-Sachen. Also ich produziere Content, den ihr nicht wirklich seht, weil der an Firmen geht. Der aber natürlich trotzdem super viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich habe immer noch meine Oma, die ich pflege. Ja... Und Selbstständigkeit halt, ne? Also es ist krass. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch alles sagen soll, weil wie gesagt, die Sachen, die alle gerade wirklich beschissen sind, das ist nichts fürs Internet. Aber ihr wisst, es ist so und mental ist einfach gerade, so war es früher nicht und so war es auch die letzten Jahre nicht. Und ja, vielleicht kennen einige von euch das. Vielleicht denken einige von euch sich, ach du Scheiße, what the fuck, was labert die? Aber dann haltet euch bitte vor Augen, dass psychische Krankheiten da sind und existieren. Genau. Und jetzt würde ich sagen, beende ich das erstmal für heute, weil heute Sonntag ist. Und ich versuche jetzt wirklich einfach mal, also ich werde jetzt sehr viel noch Zeit am Handy verbringen, weil ich das jetzt einfach gepostet habe und sehr viele Nachrichten bekomme und das auch gut ist. Und die möchte ich auch lesen und da möchte ich auch drauf eingehen. Aber ich versuche trotzdem heute ein bisschen runterzukommen. Ich habe die letzten Tage, den kompletten Tag einen Promostand gehabt. Ich bin körperlich auch am Ende, das war so anstrengend. Ich brauche diesen einen Tag, um mich um klarzukommen. Das heißt, ich werde versuchen, morgen mal weiter zu vloggen. Vielleicht auch danach, aber ich will ja auch nicht, dass es zu lang wird. Ich weiß es nicht. Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen und hoffe, dass diese Kamera jetzt nicht ein Jahr lang in der Ecke liegt, wie beim letzten Vlog. Ich gebe mein Bestes. Mehr kann ich euch gerade nicht geben. Ich kann euch nichts versprechen. Ich kann euch nur sagen, ich gebe mein Bestes. Okay? Ist das vielleicht was, worauf wir uns einigen können? Und dann, das ist jetzt ein Appell an alle, die das schauen, weil YouTube echt sonst kacke ist, gebt mir Feedback.
Das würde mich wirklich freuen. Weil wenn dann echt Kommentare da sind, dann ist das nochmal ein ganz anderer Antrieb und das macht wirklich auch viel für die Psyche, wenn man sieht, ey, man hat da was gemacht, man hat da was produziert und man bekommt was zurück. So, da meine ich nicht Geld oder irgendwas, ich verdiene nichts mit meinem Vlog-Kanal, wirklich, also pff, das gar nichts. Aber einfach dieses Feedback, diese Kommentare, dass man sieht, die Leute haben das geschaut, die finden das vielleicht sogar cool, und man hat einfach was zurück. Das ist ja eben das auf Twitch. Man hat diesen Austausch. Ja, das wäre cool. So, und jetzt fütter ich euch. Dann gehen wir nochmal raus. Schönes Wetter. Schaut. Und dann werde ich einfach nur mich aufs Sofa hauen. Und ein bisschen was am Handy machen, weil ganz ohne Arbeit geht nicht. Ja. Und vielleicht kriege ich es hin, echt mal wieder ein bisschen zu vloggen. I try my best. Hab euch ganz doll lieb. Dann morgen. Gumo, Versprechen gehalten. Ich melde mich wieder zurück. Es ist Montag früh. Es ist 6:30 oder sowas. Oh, Herr Jemine. Und ich werde euch jetzt ein klitzekleines bisschen mitnehmen, sofern ich es schaffe. Ich mache mir gerade kurz mein Shake. Ich trinke ja jeden Morgen eine goldene Milch. Moment, ich mache euch mal. Nee. Ich lasse euch da. Ich mache ja jeden Morgen eine goldene Milch. Das heißt, ich nehme so einen Schluck Wasser. Dann mache ich da 2 Löffel. Oh mein Gott. Okay. Dann werde ich angegriffen von meinem gespülten Geschirr. Ich mache 2 Teelöffel Gerstengras rein. 2 Teelöffel Hagebutte. 1 Teelöffel Ashwagandha. Und das, was die goldene Milch gold macht, es ist noch keine Milch, by the way, Kurkuma. 2 Löffel. Oh, die sind alle fast leer, ich muss die auffüllen. So, dann habe ich hier noch, das ist jetzt einfach so random, das hatte ich letztens in der Box drin, diese Gummibärchen für schöne Haut. Die nehme ich. Und dann kommt, damit es nicht so ganz abartig ist, Pulver rein. Proteinpulver, das Problem ist, ich habe alle mit Geschmack schon leer gemacht. Das schmeckt halt nach nichts. Das ist ein bisschen suboptimal, weil das, naja, das ist halt echt eklig. Deswegen mache ich dann da, ich hatte noch so ein anderes Pulver. Das ist aber leer. Deswegen mache ich jetzt ganz wild, mache ich da so einen Schuss Sirup rein. Ja, ist ekelhaft. Also, naja. Und dann gibt's noch 3 Kapseln Kreatin. Und dann habe ich hier unten meine Alexa stehen. Mein Echo Show. Da höre ich dann immer, wenn ich das trinke, mache ich mir diese Nachrichten in 100 Sekunden an. Mache ich jetzt nicht, jetzt rede ich ja mit euch. Ja. So sieht es dann aus. Schön. Ekelhaft. Ja, dann sage ich Stößchen auf euch, auf ein leckeres Getränk. Hm. Boah, um 10 ist es schon 19 Grad heute heiß wieder. Ich glaube, es wird wieder über 20 Grad. Muss nicht, ne? Ja, und jetzt ist der Plan. Boah, ich trinke das erst. Sorry, Bruder. Ich fahre zum Sport. Ins Fitnessstudio. Und eigentlich gehe ich immer vorher mit den Hunden. Aber dadurch, ich war halt noch nie um 7 im Fitnessstudio. Und ich denke mir, es ist geiler, danach mit den Hunden zu gehen. Dann, also, ich weiß nicht, ist so mein Feeling. Aber eigentlich gehe ich immer, wenn ich aufstehe, mit den Hunden raus. Ich probiere das jetzt einfach mal. Weiß nicht, ob die jetzt einfach weiterschlafen. Mal gucken. Ich werde es ja sehen. Also ich muss ja auch ein Stück hinfahren. Ich kann ja auf der Fahrt während auf der Kamera gucken. Und wenn ich merke, die chillen nicht, dann fahre ich halt wieder zurück und gehe erst mit den Hunden.
der Grund, warum ich heute schon so früh zum Sport gehe. Ich mache montags immer Teamtreff, jeden Montag. Und eigentlich um 17 Uhr. Und heute machen wir das aber um 10. Das heißt, ich muss bis 10 Sport gemacht haben, mit den Hunden raus gewesen sein und Präsentation vorbereiten fürs Teamtreff und der Hauptbestandteil, meine Wohnung sauber machen. Ich habe ja letzte Woche ein Zimmer gemakeovert und seitdem immer noch zwischendurch. Und das Zimmer sieht auch gut aus, aber mein Wohnzimmer nicht. Ich kann es dir gleich mal zeigen, es sieht noch katastrophal aus. Und naja, wir machen das in meinem Wohnzimmer. Ja. So, die zwei Gummis. Und ab geht's. Alexa, Küche aus. You might have a look at the Katastrophe. Hier ist noch Wäsche, oben ist noch Wäsche, das ignoriere ich. Der ganze Tisch ist voll. Genau, leg dich hin, da sind noch überall Pakete. Der Boden sieht aus, weil Wilson eine Pub-Party veranstaltet hat. Und da liegt halt auch noch alles rum. Also ja, da werde ich gleich auf jeden Fall noch eine Weile für brauchen. Jetzt fahre ich aber erstmal zum Sport und melde mich wieder. Boah, ich habe leider so Socken an, die mir in den Schuhen runterrutschen. Ich hoffe gleich in den Sportschuhen ist das nicht so, weil die bisschen enger sind. Oh nee. Bei den Hunden ist alles super. Ich habe keine Handyhalterung. Ich weiß nicht, inwiefern das Kamerahalterung. Ich weiß nicht, inwiefern das funktioniert. Oh, leider, ich bin auf Reserve. Jetzt, das ist schlecht, weil ich schaffe es nicht zu tanken. Und ich fahre jetzt ins Fitnessstudio und ich bin 35 aufgestanden und merke, ich schaffe trotzdem alles nicht. Oh, das nervt mich so, weil ich musste halt noch ein paar Sachen machen, bevor ich jetzt zum Sport gehe. Ich muss ja gleich noch mit den Hunden raus. Das wird schon nur eine kurze Runde, das heißt, nach dem Teamtreff muss ich direkt wieder raus für eine größere Runde. Und jetzt überlege ich mit Sport. Ich bin erst seit Ende April im Fitnessstudio, for the first time in jemals. Also ich war zwar schon ein paar Mal kurz im Fitnessstudio, aber halt nie so richtig, so dauerhaft mit einer Mitgliedschaft und so. Weil ich da immer krass Anxiety kriege und richtig krass Selbstzweifel habe und so. Also ich hasse das. Aber ich komme irgendwie nicht mehr so richtig in meine Homeworkouts rein. Ich mache das immer mal so ein paar Wochen, dann wieder eine Pause, dann höre ich wieder auf, dann mache ich wieder ein paar Wochen und naja, irgendwie hat mich das genervt. Und ich dachte mir, komm, weißt du, überwind dich und mach's. Und ich ziehe seitdem auch durch. Also wir haben jetzt den 13.5. Also so ein bisschen über 2 Wochen bin ich jetzt dabei. Und ich möchte halt, so wie vorher auch immer, 5-mal die Woche Sport machen. Berufsverkehr, ich liebe mein Leben. Oh Gott, ich habe keinen Bock mehr. Ja, und ich möchte entweder 5-mal ins Fitnessstudio gehen oder 4-mal ins Fitnessstudio und einmal schwimmen. So. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Weiß ich nicht. Ach so, doch. Und am Freitag, also jetzt vor 3 Tagen, habe ich mir einen Trainingsplan erstellen lassen. Einfach mal so, um zu gucken. Und den würde ich jetzt gerne heute machen, also mit so Kraftübungen und so. Aber da muss ich ja schon so um die 60 Minuten mit einplanen. Und das, ich werde das alles nicht schaffen. Also ich muss ja auch noch aufräumen und saugen und wischen. Und jetzt weiß ich nicht, was ich mache. Jetzt überlege ich, ob ich 40 Minuten vielleicht Cardio mache. Das habe ich jetzt die letzte Zeit hauptsächlich gemacht, weil ich ja noch keinen Trainingsplan hatte und ich habe zwar so ein bisschen Kraft gemacht, weil ich weiß ja auch grundsätzlich, wie die Geräte funktionieren, aber irgendwie hatte ich dann doch so ein bisschen, also nicht jetzt wegen der Geräte, aber einfach ich war so anxiety-mäßig unterwegs und dachte mir so, oh, ich kann das nicht. Ja, und jetzt weiß ich gerade nicht so richtig, was ich machen soll, wegen der Zeit und das nervt mich und eigentlich muss ich tanken. Jetzt wurde ich auch gerade voll lange aufgehalten, weil überall Müllabfuhrautos, wie heißen die Geräte, ich weiß es nicht, waren. Ja, die haben mich ein bisschen lange aufgehalten. Ach man, das stresst mich. Ja, ich guck mal, also ich meine, besser irgendwas machen als gar nichts, ne? Auch wenn es ein bisschen kürzer ist. Aber ich denke, ich ziehe jetzt, ja, oh, ich weiß nicht. Ich mache jetzt so 40, 45 Minuten, 45 Minuten, dann gehe ich schnell nach Hause,
Dann gehe ich eine kleine Runde mit den Hunden, versuche alles ganz schnell aufzuräumen. Notfalls schmeiße ich alles einfach nur in ein Zimmer und sauge und wische. Naja, dann bin ich halt danach sauer auf mich selbst, aber es ist, wie es ist. Und dann gehe ich danach direkt nochmal mit den Hunden. Also ich habe Teamtreff und noch ein Ernennungsgespräch. Also ich bin ja Gruppenleitung und für auch Ausbildungsgespräche und sowas. Das habe ich noch, also beides so ein bisschen zusammen, aber Ausbildungsgespräch geht auch noch ein bisschen länger. Ja. Jetzt geht's aber erstmal zum Sport. Wollen wir mal? So, ab geht's. Ich hänge kurz in der Warteschleife, weil ich muss bei einer Arztpraxis, Ärztinnenpraxis anrufen. Und Gareth, bleibst du hier? Super! Hey, wait you! Vorsichtig! Gut laufen! Kommst du jetzt? Gut? Eigentlich ist es ganz geil, nach dem Sport spazieren zu gehen, weil dann kann man so richtig schön ausschwitzen. Und wenn ich nach dem Sport direkt duschen gehe, dann bin ich danach immer noch so, dass ich mich so fühle, als würde ich noch voll schwitzen. Deswegen ist das eigentlich ganz geil. Lauf, Schatz! Ich muss auf jeden Fall Wilson gleich auf Zecken kontrollieren. Ich habe den gerade schon so eingesprüht mit so einem natürlichen Zeckenzeug. Aber der läuft hier die ganze Zeit durch das hohe Gras wie ein wildes Pokémon. Ja. Krav nicht. Der läuft einfach so die ganze Zeit. Ah. Hast du ein Wasser? Ja? Ja, super. Und laufen. Nein, laufen. Und dann, Teamtreff fertig. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, ich habe auch geschafft aufzuräumen, beziehungsweise halbwegs geht es leider wieder ein Tisch bisschen Chaos, aber das geht schnell. Durch den Zeitmangel habe ich tatsächlich alles in einen Raum verfrachtet. Also mein Abstellkammer sieht jetzt, das muss ich mir jetzt heute dann noch vornehmen. Da habe ich jetzt nämlich alles nur so reingeschmissen. Ja, suboptimal. Jetzt räume ich, also jetzt muss ich erstmal noch ein bisschen Nacharbeit machen vom Teamtreff und dem Ausbildungsgespräch. Dann räume ich den Tisch auf. Ich muss die Hunde noch füttern.
Ich muss meine Oma noch anrufen und ich muss generell noch einige Telefonate heute führen. Dann muss ich ein bisschen überlegen, wie ich den Tag mache, weil ich will auf jeden Fall noch zu Ende aufräumen. Also das, was jetzt alles hier noch chaotisch ist, will ich heute endlich fertig haben, dass ich das durch habe. Ich muss Steuern machen von letztem Monat noch und es ist schon der 13. Also das muss ich unbedingt wirklich zeitnah machen. Dann will ich heute noch Videos drehen und abends streamen. Also ich muss mal gucken. Und E-Mails muss ich noch machen. Boah, ich habe so viele E-Mails, ich noch. Also, es ist sehr, sehr viel auf meiner To-Do-Liste und ich muss gucken, was jetzt Priorität heute gemacht werden muss. Wir gucken mal. Steht auf jeden Fall noch sehr, sehr viel an. Boah, jetzt hatte ich vorhin irgendwas gefilmt. Hab die Kamera nicht mehr wieder gefunden. Da ist sie! Machst du Futter? Drück mal deinen Knopf. Super. Aufgerückt. Der Wilson füttert sich. Der hat nämlich hier so ein Futterspendegerät. Super machst du das. Und ich werde mich jetzt als erstes an den PC begeben und Steuern machen. Ich hatte so eine richtig dumme Sache gerade. Ich war letzte Woche bei der Blutabnahme, weil ich ein paar Werte brauchte. Und bei mir ist Blutabnehmen immer eine Katastrophe. Also es funktioniert einfach nicht gut. Oh, und ich habe halt so Angst vor Blutabnehmen, vor Spritzen. Das heißt, für mich ist es immer eine Tortur. Und dann war ich da und war über eine Stunde saß ich da und die haben versucht, Blut abzunehmen. Und es hat nicht geklappt. Die haben so oft gestochen in die Beuge, am Arm, an der Hand, überall. Dann ging es einfach nicht und sie hat gesagt, sie weiß nicht, was sie noch machen soll. Es funktioniert nicht. Sie gibt mir jetzt eine Wärmflasche und ich muss mich da hinsetzen. Dann saß ich da noch mal eine halbe Stunde. Dann haben die es noch mal versucht. Zwei Damen. Dann kam der Arzt und die Ärztin. Die haben das auch beide versucht und irgendwann hatten die es. Es war so schlimm. Meine ganzen Arme waren zerstochen. Das habe ich da heute angerufen, weil ich hatte vergessen, dass ich die Sachen brauche und habe da heute ist es mir eingefallen. Dann habe ich da angerufen. Dann sagt sie so, ja. Wir haben leider ein kleines Problem. Das Blut ist geronnen. Wir müssen es nochmal abnehmen. Und ich so, fuck. Und dann dachte ich so, naja, gut, ich habe heute schon was gegessen beim Teamtreff. Ich habe viel getrunken, weil ich beim Sport war. Das wird schon. Es war auch besser, aber sie mussten trotzdem dreimal. Man sieht es nicht, aber hier in der Beuge und hier haben sie dann im Endeffekt abgenommen. Oh, ich bin durch. Wirklich, ich habe so viel heute schon gemacht. Ich könnte auch jetzt einfach mich hinlegen und schlafen und den Tag für heute gut sein lassen. Falls das, was ihr hört, ist die Maschine, Wilson füttert sich. Ja, mein Plan ist jetzt als erstes Steuern zu machen. Ich muss das machen. Das ist Prio 1. In dem Zug mache ich vielleicht sogar Mails. Dann will ich aufräumen und will dann noch ein bisschen was filmen. Und wenn ich damit fertig bin, möchte ich streamen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tag für den Plan. Plan für den Tag. Es ist jetzt 13 Uhr. Und ich hoffe, dass ich spätestens 19 Uhr streamen kann. Das sind 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 Stunden. Und zwischendrin gehe ich nochmal Gassi. Und abends dann nochmal eine kleine Runde, ja. Ich glaube, das passt. Gilt, Schatz? Aber ich freue mich, wenn ihr dieses Makeover-Video seht. Seht. Ich glaube, das wird cool. Gut. Ich würde jetzt gerne noch weiter mit euch quatschen und prokrastinieren und mich davon abhalten zu arbeiten, aber das macht keinen Sinn. Ich muss jetzt anfangen. Oh, ich habe gar keinen Bock. Okay, tschüss. So, Friends, mittlerweile ist es 16 Uhr und ich bin richtig am Struggeln. Ich mache mir jetzt erstmal noch Essen. Ich nur eine Zange liegen. Ich mache mir jetzt erstmal noch Essen warm, weil ich muss mal kurz mich sammeln. Ich habe Steuern fertig und bin jetzt die ganze Zeit dabei, aufzuräumen. Mails habe ich auch fertig. Aber irgendwie, ich merke, dass meine Kapazitäten am Ende sind und dass mich jede kleinste Sache so stresst. Und jetzt überlege ich. Ja, komm. Jetzt überlege ich, ob ich. Es ist halt nicht mehr viel, aber ich krieg's halt nicht hin, ob ich das morgen zu Ende mache. Und ich könnte mich jetzt, also es ist jetzt, sagen wir mal, ich mache um 16:30 weiter, also eine halbe Stunde. Dann könnte ich mich halt noch schminken
Und vielleicht noch ein Video drehen. Das wäre vielleicht eine Idee, dass ich das so mache und dann halt das Makeover-Video morgen dann zu Ende drehe, dass ich dann halt morgen aufräume und dann zu Ende filme. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall erstmal Essen warm. Ich habe gestern so ein, vorgestern, so ein, vorgestern, oh Gott, oh nein, ich habe weiße Farbe auf meinem Laptop. So einen Maultaschenauflauf gemacht. Oh, ein Dino, danke. Oh, ist runtergefallen. Ja. Dankeschön. Der für mich? Ah. Ist der für mich? Oder ist das Wilson-Dino? Ja, das machen wir. Oh, ich bin so im Arsch. Und es ist so warm. Ich kann nicht mehr. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Scheiße. Ich wollte einen Vlog schneiden. Also nicht den, sondern den davor. Oh. Das kriege ich zeitlich gar nicht mehr hin. Oh, seht ihr, das meine ich. Scheiße, ich habe das voll vergessen. Jetzt muss ich wieder umstrukturieren, was ich jetzt heute mache und was nicht. Ich krieg die Krise. Ich esse erstmal. Ich mache übrigens keine Pause. Ich sitze hier, esse und schneide einen Vlog. Von vor einem Jahr. Es ist so crazy. Naja. Ich mach das mal, ne? Das ist übrigens mein Auflauf. Geil. Ich zeige euch das mal. Mal läuft es, ne? Wo ist er hin? Moin. Ich habe mich dagegen entschieden zu streamen. Weil ich pack's nicht mehr. Ich bin so fertig und ich werde niemals vor 7 fertig. Also es ist 7 und ich muss noch was machen. Ich habe jetzt aber einen Vlog geschnitten. Und das war mir jetzt gerade wichtiger. Jetzt werde ich noch eine Weile was machen. Ich bin so tot. Was noch 80 mehr? Ach so, bis HD. Weil eigentlich müsste der Vlog jetzt nämlich online sein. Hä, wieso nicht? Als ob das jetzt noch 80 Minuten dauert. Gesundheit. Ja, ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe mir meinen Schlafschat angezogen. Ich werde jetzt noch ein bisschen was arbeiten und mich, glaube ich, dann aufs Sofa chillen. Ich bin so tot. Boah, ich kann nicht mehr. Ich habe halt auch derbe wenig geschlafen. Ich habe versucht, früh ins Bett zu gehen, weil ich wusste, geht's? Weil ich wusste, dass ich super früh aufstehe, aber ich konnte halt nicht schlafen. Oh. Naja, ich glaube, der Vlog ist super lang, kann ich mir vorstellen. Deswegen werde ich den jetzt einfach mal beenden und vielleicht seht ihr den ja sogar diese oder nächste Woche spätestens. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich würde mich unfassbar über einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns hoffentlich bald. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Daily, daily.